Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mountain Blade 2 Bannerlord. Und ja, in der letzten Folge haben wir leider einen ganz, ganz fiesen Bug gehabt und beziehungsweise Absturz und ja. Aber trotzdem habe ich jetzt Akalat erobert hier und habe ich ja euch auch gesagt, dass das passieren wird. Und da hatte ich zum Beispiel keinen Absturz. Das ist total random und ja, ist ziemlich ärgerlich. Genau, wir wollen jetzt erstmal hier die Armee von Mesui, denke ich, bekämpfen. Die haben berittene Schützen, Kavallerie, Ranged und Infanterie. Infanterie am meisten und danach kommen Ranged und Kavallerie und berittene Schützen. Und wir haben, ja, auch gut Kavallerie, berittene Schützen und so weiter, aber halt auch ordentlich Ranged. Und da bin ich mal gespannt. So, erstmal neu verteilen hier. Wie wir uns da so schlagen werden, wird auf jeden Fall eine große Schlacht hier. Genau, wir werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Hier eigentlich wollte ich gerne eine andere Uhrzeit dafür, weil das ist ein bisschen, ne? Leider kann ich da die Uhrzeit nicht ändern. Aber egal. Dann kämpfen wir jetzt einfach und versuchen mit unserer Restarmee von der Belagerung hier nochmal richtig schön Stress zu machen. Also die werden höchstwahrscheinlich mit ihren Pferden über die Berge kommen. Das heißt, die werden da erstmal so ein bisschen langsamer. Lass mal hier. Lass mal auch hier. Ich stelle mal so ein bisschen dahinter. Ja, da kommen sie auch schon. Das müssen sie den Berg hoch hier. Weil die sind jetzt nicht, glaube ich, nicht merklich langsamer geworden, aber. Ich weiß nicht, ob es das Pferd ist oder ob ich das bin. Aber ich denke, ich bin das. Und da kommen sie auch schon. Wir haben sie, denke ich, aber gut positioniert. Das sollte gar kein Problem werden. Zaid Stammeskrieger. Oh, der wurde. Ja, sollen wir mal mitkommen? Okay, sollen sie angreifen? Der Rest. Lassen wir erstmal so. Infanterie kann sich bewegen. Beziehungsweise stürmen. Boah, leck das hier. Heilige Mutti. Sag mal. Boah, da. Da spawnen sie, glaube ich, die ganze Zeit nach, deswegen die Lags. Das hatten wir ja schon. Das von Anführer. Na, hier wäre so eine etwas größere Hellebarde ganz praktisch. So, jetzt können sie alle chargen. Hm.
Du siehst ja komisch aus. Bist du auch ein General? Sag mal. Irgendwie kriege ich es heute mit dem Treffen nicht so hin, ne? Oh Mann. Ich meine, ich habe mir schon ein paar gedownt, aber. Jetzt war keiner von denen. Anführern. Ja. Egal, da vorne stürmen wir schon. Die haben nichts zu lachen hier. Und ich habe ein höheres Level erreicht. Ja, sehr schön. Stangenwaffe ist auch bald auf 200. Das dauert gar nicht mehr so lange. Aber diese Lags, diese Respawn-Lags, die sind richtig, richtig nervig. Ne, diese kleinen Ruckler. Die kann ich auch nicht ausstellen, tut mir leid. Die sind einfach so drinne. Es ruckelt immer kurz, wenn da die neuen Einheiten reinkommen. Und ich habe schon wirklich einen guten Rechner, also das könnt ihr mir glauben. Liegt vielleicht auch am Stream nebenbei, keine Ahnung. Aber. Ne, privat spiele ich ja nicht. Ich mache das ja nur mit euch immer zusammen. Deswegen kann ich das jetzt nicht so bewerten. Besonders diese großen Schlachten. Da lasse ich euch immer dran teilhaben. Und jo, jetzt zerquetschen wir sie. Ich habe das gar nicht gesehen, aber oben, ey. Die haben wir ja wieder richtig zerstört. Die ganze 500er Armee haben wir richtig zerstört. Die hatten keine Chance. Das ist ja hier schon ein relativ hoher Schwierigkeitsgrad. Also, das geht ja nur auf realistisch. Das ist dann, ja, nochmal eine ganze Ecke härter. Aber wer weiß, ne? Für die Zukunft vielleicht. Lief auf jeden Fall richtig gut. Eine der größten Schlachten auf jeden Fall, die wir bisher hatten. 99 Gefangene. Ich würde sagen, wir brauchen momentan keine neuen Gefangenen, oder? Eigentlich nicht, ne? Wir haben jetzt hier zwei, na, werfen wir mal ein paar an. Ich würde sagen, ui, da können wir aber einige anwerben hier. Geht das noch? Nee, leider nicht. Müssen wir einen loswerden. Irgendeinen schlechten dabei? Die sind alle gut. Okay, machen wir gleich außerhalb von diesem Ding hier. Auf jeden Fall können wir hier noch, ja, Lanzenreiter mitnehmen. Warum nicht? Hier haben wir auch zu viele. Okay, lassen wir es so. Und nehmen nichts mit erstmal. Die Armee haben wir zerstört. Da vorne haben wir auch noch eine Festung, die wir theoretisch einnehmen können. Wir haben auch Zusammenhalt relativ gut. Wir haben vor allem noch Einfluss. Was? Dann können wir die Armee nämlich noch ein bisschen erhöhen. Das übrigens nochmal vielen, vielen, vielen Dank an denjenigen, der das in die Kommentare geschrieben hat. Ne? Grüße gehen raus. Das hat mir auf jeden Fall den Arsch gerettet hier. Weil jetzt kann ich auch viel, viel länger mit einer Armee herumlaufen und auch mal richtig was reißen. Und ja, wir kämpfen uns hier langsam vorwärts. Die Festung Akiza weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viel wir da. Oh, da müssen wir richtig viel aufbringen. Das ist nicht so sinnvoll.
Wobei, da hat jemand was gesagt und das möchte ich eigentlich heute mal testen. Hat mich. Der JD war das, glaube ich, ne? Grüße gehen ebenfalls raus. Ich glaube, der JD war das. Ich glaube. Ich weiß es gerade nicht zu 100%. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche oder ich da irgendeinen Fehler mache. Wir haben jetzt noch ein paar, die wir anwerben können. Ich würde sagen, für die Schlacht würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn wir jetzt eher die mitnehmen, ne? So. Gut, Speerinfanterie. Ich meine, irgendwann müssen wir das Ding eh knacken. Es ist eigentlich scheißegal, ob wir es jetzt machen oder ob wir es später machen. Wir müssen es eh irgendwann. Deswegen würde ich sagen, bisschen Zusammenhalt. Dann belagern. Erstmal die wichtigen Sachen, die das Leben schöner machen. Und dann... Ja, hier haben wir auch wenig... Oh, das ist gut, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen... Ja doch, nee, erst die Belagerungssachen. Und zwar möchte ich dann hier 4 Trebuchets bauen. Und die mache ich dann aber gleich alle rein. Da will ich was testen. Make peace with Vlandia. Oh ja, bitte. Na, so viel nicht, aber schon ein bisschen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Ruf verloren habe, aber... Ich habe halt keinen Bock, dass wir... Weil jetzt können wir uns wieder richtig darauf konzentrieren, den Kuzait so richtig auf die Fresse zu hauen. Und ihr wisst, wie stark die Kuzait werden können, wenn man sie lässt. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen den Kuzait hier ordentlich Feuer unterm Arsch machen. Und wir haben unsere Stadt übrigens noch. Das ist auch noch ziemlich gut. Vielleicht hätte ich auch erst die Trebuchets bauen sollen. Ich weiß nicht. Hätte sich wahrscheinlich nicht viel getan. Ach, jetzt kommen sie alle und wollen damit... Ach. Jetzt kommen sie alle und wollen dann Krieg hier machen. Ja, dann greift doch an. Greift doch an. Ihr Schlappschwänze. Ja, trauen sich nicht hier. Stehen da einfach rum. Da, die trauen sich immer noch nicht. Tja. Wenn die angreifen, haben wir ein Problem. Die versammeln sich da alle. Oh. Ich hätte jetzt gern noch gewartet. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, sie waren so dumm und haben einen anderen angegriffen. Ja. Ich bin zwar sehr optimistisch. Aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu krass. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Oder wie viel sind das hier? Wir können ja mal gucken, ob wir sie tot kriegen. Oder wie viel wir davon besiegen können. Das wird interessant. Das wird eine sehr heftige Schlacht. Das wird eine richtig heftige Schlacht, ey. Scheiße. Alter Schwede. Hätte ich auch einfach stehen bleiben können, aber... Okay. Gehen wir es an.
wieder eine riesige Schlacht und wieder so eine scheiß Uhrzeit. Egal. Gut. Diesmal haben wir hier einen Fluss. Ich würde sagen, Infanterie hier. Ja, guck mal mit. Ja, wobei sind die von der einen Einheit da? Die laufen so ein bisschen vor. Die laufen so in die Richtung. Da kommen die ganzen berittenen Schützen. Mein Pferd hat schon ein bisschen was abgekriegt. Okay, die schicken wir rein. Ja, vor allem der andere wird jetzt sterben. Die anderen lasse ich hier so stehen. Also die Front werde ich so lassen. Der Berg muss gehalten werden. Der ist unsere große Stärke gerade. Ich denke, die positioniere ich ein bisschen weiter hinten. Also hier müssen wir einfach standhalten. Die Kavallerie kann ich jetzt nicht wirklich gut... Verpiss dich bitte. Kann ich jetzt nicht wirklich gut weghauen. Weil ich würde mich da sehr in Gefahr begeben. Wenn ich den jetzt die ganze Zeit hinterher laufen würde. Das ist halt ein riesiges Risiko. Teilt sich zu sehr. Deswegen, wir müssen hier. So. Weil die wollen den Berg hoch. Und wir müssen den Berg halten. Wenn wir das tun, dann haben wir, denke ich, gewonnen. So, jetzt wieder. Können sie meinetwegen wieder rein. Können sie wieder reinstürmen. Ich würde sagen, die Archer können da bleiben. Ja, das sieht gut aus. Oh, wobei... Ja, wobei... Bleib lieber da. Ich habe keinen Bock, die alle zu verlieren. Die anderen halten sich auch an den Plan, wie es scheint.
Zumindest versuchen sie nicht vom Berg runter zu gehen, das finde ich gut. Also sie stehen mir nicht im Weg, sage ich mal. Okay, jetzt können die Archer rein, meinetwegen. Ich würde sagen, allgemein gehen wir jetzt mal auf Sturm. Jetzt kommen wir zu denen. Wobei, in meinem Fall wäre das vielleicht gar keine so gute Idee. Ja, es sieht... Ich weiß nicht, ob es gut aussieht für uns. Also, ich kann das noch nicht so bewerten. Wir verlieren auch ziemlich viele Einheiten. Das ist ja jetzt nicht nur meine Top-Einheiten, sondern auch irgendwelche Crap-Einheiten von den anderen. Und ich kann auch gerade kaum schlagen, weil ständig habe ich diese Micro-Lags, diese Stutter-Dinger. Und das fuckt ziemlich ab. Und bringt mich halt auch komplett so aus dem Flow raus. So, ich versuche eben zurückzukommen. Wobei, nee, sollen sie ruhig angreifen, alle. Da vorne ist ein Pferd. Oh, bitte, bitte bleib stehen. Oh, yes, ich kann wieder mitmischen. Aber meine Timings sind heute komplett daneben. Das wird jetzt richtig, richtig knapp. Ey, ich, ohne Witz, es ist so zum Kotzen, diese Lags ständig. Also es ist ja nicht mal, ich gehe nicht mal von 60 FPS runter, es sind einfach dieses Gestotter die ganze Zeit. Da müssen die echt mal dran arbeiten. Also bei den großen Schlachten, das nervt echt heftig. Sag mal, wie viel hältst du denn aus? Wow. So, ein Pferd weniger. So, es sieht schlecht für die Kutsaid aus gerade. Also die haben schon einiges verloren. Wir drängen sie gerade zurück und die scheinen auch zu fliehen, wie es scheint. Das ist nicht wirklich Flucht, aber sie, man könnte auch sagen, regruppieren sich. Das kannst du, glaube ich, nennen, wie du willst. Rückzug, Neugruppierung. Tatsache ist, sie gehen nach hinten. Aber haben noch immer noch viel zu viele Reiter. Werden, glaube ich, jetzt langsam auch weniger, also weniger Gestotter auf jeden Fall. Was ich sehr begrüße. Kann ich wieder so ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr auf den Kampf hier fokussieren.
So, weiter geht's. Und sie sind geflohen, ja, sie fliehen. Ihr seid so eine Schlappschwänze, ey. Ihr wart in der Überzahl. Aber sowas von. Mann, 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 wie können die wieder nach Hause gehen, ey? Ja, ein großer Sieg, wenn nicht sogar der größte bisher, den ich hatte. Also das war, glaube ich, die größte und heftigste Schlacht bisher. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das überlebe. Also wäre ich frühzeitig gestorben, dann wäre das, glaube ich, nichts geworden. Dann hätten sie die Moral verloren, ne, und wären auseinandergebrochen. Ne? War auf jeden Fall echt ein heftiger Kampf. Und wir haben ja hoffentlich auch einige Leute hier mitgenommen. Jo, einige Gefangene und sehr, sehr viele Truppen, die wir dringend brauchen, wie ihr auf der rechten Seite auch sehen könnt. Jetzt lohnt sich das Anwerben. Jetzt haben wir diese ganzen, die wir anwerben konnten, können wir jetzt alle reinnehmen. Das ist so geil. Weil da haben wir ja richtig viele gehabt. Irgendwie, okay. Hä? Shift für Aktion? Okay, irgendwie verwirrt mich das gerade. Ich mach's einfach so. Ist irgendwie einfacher. Aber ich sehe schon, wir haben hier verdammt viele Gefangene. Also die hier, da können wir auf jeden Fall ein paar Gefangene mitnehmen. Und die Bogenschützen auch, so viele wie möglich. Heilige Mutti. Ich weiß nicht, wo wir am meisten verloren haben, aber ich denke, es sind viele Reiter draufgegangen. Und die hatten auf jeden Fall ziemlich viele Reiter dabei. Und meine waren ja die ganze Zeit vorne. Na gut. Gibt nochmal schöne Upgrades hier. Meine Truppengröße wurde überschritten. Oh Gott. Okay, machen wir gleich so. Ich werde aber hier noch ein paar reinnehmen. Ich möchte gerne noch ein paar Gefangene nehmen. Die Lanzenreiter auf jeden Fall und die Bogenschützen möchte ich haben. Bei den leichten Lanzenreitern würde ich sagen, nehmen wir die auch mit. Die Veteranen, bla bla bla. Oh, die haben viele kurzzeitig Speerinfanteristen hier gehabt. Ah, so ein paar vielleicht. Ne, Überlimit ist erstmal okay. Und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt müssen wir erstmal unsere Leute upgraden. Also erstmal gucken, dass wir hier die berittenen Bogenschützen haben. Da haben wir nur eine begrenzte Anzahl von Pferden anscheinend. Und dann können wir hier erstmal die ganzen guten Leute reinholen, die richtig feinen. Ja, ja, Limit der Gefangenen ist egal. Jetzt haben wir hier ein paar können wir noch anwerben.
Heilige Scheiße, das war heftig. Gut, ich würde sagen, dass wir die Armee auch erstmal auflösen. Aber woanders. Wir lösen die woanders auf, weil ich will nicht, dass die irgendwie kaputt gehauen werden da. So. Hier können wir auflösen und ja, meine Lieben, das war eine richtig, richtig coole Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich in der nächsten Folge wird nicht noch so eine krasse Schlacht kommen, weil ich möchte jetzt auch gerne hier ein bisschen erobern und vor allem das mal mit den Dings hier testen. Das machen wir, glaube ich, dann in der nächsten. Und Akkalat wurde auch schon wieder erobert. Ja, das wird nicht lange so bleiben. Beziehungsweise die werden hier, ja, sowieso Akkalatis belagern. Von daher, ja, die begleiten wir dann. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und tschüss.